Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer mit dabei der Mulle. Wie immer mit dabei der Mulle. Okay. Ich sag's noch einfach ganz kurz, jetzt nicht mehr dabei. Ja, ich hatte keine Folgen mehr und ich habe ihn einfach nicht aufgetrieben bekommen und ja, für heute muss noch eine Folge raus, also ich sag, komm, mach die Folge noch alleine. So, auf jeden Fall, ihr seht schon, Enderperlen kriegen wir langsam schon ganz gut. Haben wir jetzt schon 9 Stück. Die Pure Flux Crystals sind fertig. Und jetzt muss ich mal schauen, wo ich den anderen Stuff getan habe. Ja. Wo waren wir eigentlich dran? Ja, natürlich wieder alles irgendwo hingeschmissen. Standard. Auf jeden Fall, ihr seht jetzt auch schon, ich habe jetzt hier das eine Texture Pack, das wie heißt es? Das Faithful installiert. Damit ihr wenigstens etwas habt und auch ich nicht so direkt einen Schreik am Fliege. Und ich muss sagen, eigentlich sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde es sogar teilweise gemütlicher als das Sphex. Aber na gut, ich höre die ganze Zeit einen Zombie-Pigman, Tatsache. Oh, den Hut brauche ich. Ah lol, da ist noch einer. Makoli. Na, willst du auch hacken? Alter. Bevor ich noch einen Schreiker kriege, ist hier noch einer. Sieht nicht so aus. So, wir haben jetzt auch dank des... Und so haben wir jetzt auch wirklich einiges an Mana schon. Das heißt, wir können dann langsam echt mal loslegen, meine Fresse. Doch, ich wurde... Alter. Ich lege mich mal ganz schnell schlafen. Also auf jeden Fall scheint er ja wirklich einen Mund bekommen zu haben. So kriegen wir jetzt auch nicht einfach mal da rein. Na gut, aber bevor wir noch komplett unproduktiv werden, oder ja, bevor ich unproduktiv werde, ich tue mal ganz schnell die Seeds weg, das und das weg. So, wir wollten, oder ich wollte jetzt eigentlich den Crystal Growth Accelerator weitermachen, wenn ich ihn dann finde. Hier. Dafür brauchen wir einen Flux-Block. Also neue Flux-Crystals. Die wurden gemacht, ein Charged Status Quartz, Nether Quartz und Redstone. Wir geben 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, ich merke schon, ich muss eigentlich mal wieder nachfahren gehen. Das sieht bald nicht so gut aus. Okay, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Blitzi, Blitzi und... Fluix Crystal! Fluix Crystal! Ich bin ein Trottel. Nichts mit Fluix Crystal. Papadoshi hat vergessen, dass Zertes Quarz und Nether Quarz nicht das gleiche sind. Auf ein neues! Warte mal, wieso läuft es so weit? Wir haben noch die Sonne zu 14. 1, 2. 1, 2, 1, 2 und Fluxkristall. Gut, das ging schnell. So, einen Fluxblock brauchen wir. Dann brauchen wir ME-Glaskabel Fluix. Das wird jetzt lustig. Und zwar, Kabel wurden jetzt auch was verändert. Die werden nicht mehr einfach so Glas und Fluix das gemacht, sondern Quarzfieber brauchen wir als erstes. Dafür brauchen wir Zertusquarz das, Glas oder Netherquarz das. Netherquarz haben wir nicht so wirklich viel, das nehmen wir Zertusquarz. Machen wir einfach mal gerade. Oh, die Kiste habe ich schon komplett übersehen. Ja, dann mache ich nochmal gerade zu Ende. Dann haben wir eben ein bisschen Zertusquarz das. Kann ja auch nicht falsch sein. Gut, dann tue ich aber das schnell wieder weg. Dann brauchen wir
Pureflux Crystal oder Fluix Crystal. Weißt du was, dann nehme ich jetzt mal die Pureflux Crystal. Ich weiß, dass das ein bisschen sehr Schwachsinn ist. Aber dann seht ihr mal gleich, wie der Crystal Growth Accelerator abgeht. Ja, dann brauchen wir noch Quarzglas. Haben wir das auch schon? Quarzglas. Dann haben wir jetzt alles. Ja, und ich weiß auch schon, was fehlt. Das war sogar zu viel. 4 Eisen noch. Und der Crystal Growth Accelerator. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, muss der einfach nur hingestellt. Ne, der ist offline, okay. Dann braucht der doch Zugang zum ME Drive. Okay, ME Controller. Gut, dann wollte ich eigentlich noch nicht aufstellen, aber okay. Ich habe irgendwie ein Gefühl, ich habe den noch nicht fertig gemacht, ne? Verdammt! Ich wusste, da war etwas. Okay. Fluix, das und Sand. Haben wir noch? Eins, juhu. Gut, ich glaube, ich muss dann noch mal ein bisschen Fluix. Pure Fluix Crystals machen. Jetzt bin ich schon überlegen, was ich machen könnte. Ja. Ich mach nochmal was. Charge Zertos Quartz. Nichts Charge Zertos. Doch, Charge. Vergesst es. Ich den mal auf. Was mache ich jetzt hier für eine Scheiße? Das geht doch nur mit 2. Dope. Ach, das geht nicht wegen den Seeds, ne? Doof. Ach, ich bin auch verpeilt bis zum geht nicht mehr, ne? Also heute ist richtig schlimm wieder. Leute, heute könnt ihr euch mich richtig auslachen. Ist er schon? Nee. Nachdem die letzte Aufnahme so wundervoll war. Und ja, ich muss zugeben, ich war wirklich ein bisschen sehr krass am Flamen. Darf ich auch mal. Ich habe aber meiner Meinung nach, ich finde es einfach nur traurig, dass es so ein krasser Aufwand ist. Also hier dieses, mit dem Chargen und so weiter, das finde ich noch okay, aber das mit dem Pure-Gedönse da, das finde ich ein bisschen schwachsinnig. Kann ich einfach nur so sagen. Da gab es ja auch schon eine wundervolle Unterhaltung gestern unter der Folge. Und eigentlich ist es wirklich stark von Wacktech ein bisschen nicht abgeguckt, würde ich sagen, sondern angeschaut, sage ich mal. Also halt die Ideen sind wirklich größtenteils von Wacktech, dass es das schwerer gemacht wurde. Na. Sechs Stück, so jetzt aber. Top. So, dann jetzt nochmal. Ah ne. Ja, da muss der Dosch auch noch erst reinkommen, dass das jetzt anders gemacht wird. Also wirklich, ich hatte wirklich von Anfang an, seit ich hier Modpacks Let's Play oder generell zocke, habe ich drin, ja okay, das ist relativ easy, das zu craften hat Python und Logistics. Und dann ist auf einmal dieser Umschwung. Ich glaube, das kann man ein bisschen verstehen. Kann ich eigentlich einfach. Nee, schade. Na gut, die sind da jetzt mal am Brutzeln. Dann tue ich das mal da. Ne, das nicht. Das kommt schön wieder hier rüber.
Ja, verdammt, jetzt weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Denkst ja, komm, bist vorbereitet, du hast eine Ahnung, was du machen willst. Ah, ich weiß, was ich machen könnte. Und zwar gehen wir jetzt auf einen anderen Mod. Und zwar Tinkers. Oder warte mal. Warte mal einen Moment. Ja, du, warte mal. Wie viel kosten die Travel? Ach, verdammt, die kosten einen Dia. Ach, nee, dann machen wir erstmal. Machen wir erstmal was zu Tinkers. Und zwar, damit man auch ziemlich gut was farmen kann, also der liebe Mulle und ich, wollen wir uns da auch eine Toolforge machen. Eine Toolforge. Wo haben wir denn das Klei? Das Klei ist hier. Sand und Graphel brauchen wir. Was wir nämlich jetzt brauchen, ist zum Beispiel für die Smeltery später. Was Grout. Das können wir jetzt aber so momentan vergessen, das sage ich euch. Dafür müssen wir aber zusammen farmen. Aber was wir schon mal machen können, das kann ich schon mal so weit schmelzen, dass wir schon mal hier die Toolforge fertig kriegen. Dann brauchen wir ein paar Iron-Blöcke. Hier kriegen wir zwei hin, das heißt, wir brauchen noch 12. Dann brauchen wir eine. Für eine Tool Forge brauchen wir noch eine Tool Station. Das ist eine Bank. Eine Blank Pattern. Kann man eigentlich mal die ganzen Tische schnell machen. So. Machen wir 4 Stück. Haben wir schon mal so ein paar Vorrat. So, Blank Pattern und Holzblock gibt Stencil Table. Mit dann normales Oak Wood, also oder generell Woodblock mit Blank Pattern gibt Part Builder. Und Crafting Table haben wir nice, Benchmarking. Mit Blank Pattern gibt Tool Station. So, es gibt jetzt aber noch eins, was wir uns auch machen werden. Zwar Truhe mit Blank Pattern gibt Pattern Chest. So, das stelle ich jetzt wirklich nochmal grob hier hin, aber bevor ich jetzt weitermache, Tool Station mit Block of Iron und drei von den Ziert Bricks gibt der Tool Forge. Und die Tool Forge, die brauchen wir nicht da, sondern da. Part Builder. Dann war das, meine ich, so: Pattern Chest und Stencil Table. Ach, das ist jetzt ja cool organisiert. Das ist echt mal cool. So, auf jeden Fall. Was wir uns machen wollen, damit wir auch besser farmen gehen können, wäre einen Hammer. Halt, momentan können wir noch nicht so wirklich awesome farmen gehen. Dafür brauchen wir erstmal eine Quarry. Aber da reichen noch nicht die Ressourcen. So. Was ich jetzt deswegen machen wollte, ich wollte jetzt schon mal dass ich mir einmal einen Hammer mache. Dafür brauchen wir das, das, das und das. Alter, das ging jetzt echt schnell. Also das neue Over, das hier, das Interface, das finde ich echt geil. Gut, dann tun wir die mal weg. Den wollte ich jetzt erstmal aus Cobblestone machen. Da habe ich mir nämlich so einen wundervollen Trick mal in ein paar Foren durchgelesen. Und zwar kann man momentan die Stone Tools, kann man die ziemlich easy reparieren. So, damit haben wir auch schon alles, was wir für den Hammer brauchen. Ach, der braucht gar keinen Stone Topf. Kann schon jetzt einfach. Ah ne, der braucht nur, der braucht drei, verdammt. Egal. Na gut, dann machen wir es einmal so. Das war jetzt klar. Und wir haben einen Stonebone Hammer mit dem Mining Level Iron. Das heißt, wir können abbauen, als hätten wir einen Iron Pickaxe. Das heißt, wir können sogar Dias abbauen. Und den ganzen geben wir dann auch einen
Namen, und zwar der Dosch Billig Hammer. Marke Eigenbau und so. Und den wollte ich dann jetzt noch mal ein bisschen hochboosten. Das wollte ich aber wirklich erstmal mit Lapis machen, damit wir auch andere Sachen bekommen können. Ich weiß, damit werden wir nicht so awesome viel bekommen, aber wir brauchen das Lapis momentan nicht so wirklich. Und da können wir schon mal schauen, dass wir so ein bisschen Fortune schon mal drauf bekommen. Ah, da haben wir leider noch nichts drauf bekommen, oder? Ne. Was ich aber mal ganz kurz mache, oder? Ne, komm mal. Wir gehen jetzt weiter. Ich tue mal hier mein Inventar ein bisschen ausleeren. Leg mich mal gerade schlafen. Knuspern werden dessen mal ein Brot. Verwandelt mich zur Wisp. Und dann wollte ich mich mal schauen, dass ich mich hier runtergrabe. Hier so. So. Okay, ich muss jetzt doch mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss mal dringend aufs Klo. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Ich mache ganz schön wieder die Musik an. So, ich bitte das mal ganz kurz zu entschuldigen. Aber ich habe da so momentan ein kleines Problemchen mit meinem Blasen. Und das ist nicht so schön. So. Oh, hier ist auch ein Dance-Ohr. Weil ich das jetzt richtig mitbekommen habe, kann man einfach... Ah nee, da musstest du so eine Toolforge mit haben. So war das. Na gut, dann... Ich mach... Ah nee, Fackel braucht man gar nicht. Ja, das ist eine wundervolle Fackel. Auf jeden Fall, ich grab mich jetzt erstmal hier mit runter bis zur... Dia-Ebene und dann wollte ich das Strippen meinen. Aber hier seht ihr es auf jeden Fall, der hat mal Damage bekommen, der Hammer. Das hatte ich als Ziel. Dann kannst du jetzt ganz easy zurücklatschen. Hier diese Compressed Cobblestones gibt es nämlich auch noch. Und dann kann man das, glaube ich, das war so. Jawohl. Einer und der ist wieder repariert. Finde ich eine ziemlich gute Lösung. Ich werde dann jetzt erstmal was farmen gehen und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Die werde ich dann auch hoffentlich wieder mit Mulle machen, wenn ich den auftreiben kann. Wie sieht das hier mit denen aus? 2% und 1%. Na gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Lasst einen Daumen nach oben da!